Hinter den Hügeln und keinem bekannt, hier liegt das Teletubbyland. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Vier. 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 Teletubbies. Zeit für Teletubbies, Zeit für Teletubbies, Zeit für Teletubbies. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, La La, La La, Ho, Ho, Teletubbies, Teletubbies, sagen Hallo, Ah-oh. Tinky Winky, Dipsy, La La, Ho. Teletubbies! Teletubbies! Kann ich schmusen! Oh oh! Wo sind die Teletubbies hin? Tinky Winky, Dipsy, La La, Oh. Yeah, yeah.
Hallo! 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 Hallo, wir wollen mal mit Ulrike! Hallo! Hallo, Fabi! Hallo, Vivien! Was malen wir denn? Die Wiese. Die Wiese? Ja, und ein bisschen See, nur ganz bunt. Oh, guck mal, jetzt kommen meine Wiesenmaler. Mit einer Rolle geht das viel schneller als ein Pinsel. Und jetzt los. Gut, und jetzt geht's los. Aber nicht das ganze Bild. Oh, doch, überall muss Wiese sein. Könnten wir doch nachher auch ganz toll auf die Wiese Tiere draufmalen, oder? Mhm. Oh ja, können wir dann auch. Sag mal, habt ihr eigentlich schon mal so ein echtes Krokodil gesehen? Ja. Nein, ich nicht. Nee? Aber der Fabian? Ich war noch nie in Afrika. Nee? Ja, aber warst du schon mal im Zoo? Ich war. Und was habt ihr denn da für Tiere gesehen? Ich war schon ganz oft. Ja? Mit meinem Papa. Und was guckst du dir da so an? Auch alle möglichen Tiere. Sucht sich jeder mal einen Pinsel raus? Ich würde einen ganz dicken nehmen. Vivien, mit dem kommst du nicht weit bei so einem großen Papier. Ich mal das Krokodil ab. Ich male meinen Papagei aus dem Kopf. Der Schnabel, der Flügel, der Schwanz und der Körper. Der fliegt gerade. Das ist ein Krokodilbein. Soll ich auch mal ein Krokodil ausmalen? Ja. Da dauert es nicht so lange. Ja. Ich male einen Baum und das ist der Stamm. Ich male jetzt den Hals. Nein. Und das? Spitze. Also der Flossenhals. Muss man noch ein bisschen Wasser nehmen. So, und das mache ich jetzt oben drauf. Mhm. Das werden die Nadeln. Ein bisschen über den Fisch drüber gehen, weil er ja im Wasser schwimmt. Nachschub? Jetzt mal ich das Wasser. So, jetzt. Kannst du mir mal das da hinten? Oh. Nee, das da. Das, die Wasser. Die? Nee, das. Die Palette. Ja, die Palette. So. Gib mir mal die dickste hier, das Ding. Die Farben. Ja. So. Oh, guck mal, das sieht schon toll aus. Mhm. Was ist denn das? Welches soll das werden? Ziegenbock von Elch. Das ist ein ganz dickes Fell. So. Was machen wir denn, damit der Elch nicht wegläuft? Ein Zaun. Machen wir so ein Gehege drumherum? Ganz cool. So, was male ich jetzt noch? Ich mache jetzt mal Löwen. Die Pfoten. 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 Mhm. Und noch. Und das werden viele bunte Blumen. Mann, da kommt der Elch und frisst die Blumen auf. Fertig! Das ist unser Zoo. Ich habe den Haifisch gemalt, das Krokodil und den Elch. Ich habe den Vogel gemalt, eine Sonne, viele bunte Blumen und den Baum. Und einen Regenbogen. Ein lustiges Bild. Winke, winke, winke. Winke, 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 winke. Normal. Normal, normal, normal. Normal, normal. Normal, normal. Hallo, wir wollen mal mit Ulrike. Hallo. Hallo.
Hallo, Fabi. Hallo, Vivien. Was malen wir denn? Die Wiese. Die Wiese? Ja, und ein bisschen See, nur ganz bunt. Oh, guck mal, jetzt kommen meine Wiesenmaler. Mit einer Rolle geht das viel schneller als ein Pinsel. Und jetzt los. Gut, und jetzt geht's los. Aber nicht das ganze Bild. Oh, doch, überall muss Wiese sein. Könnten wir doch nachher auch ganz toll auf die Wiese Tiere draufmalen, oder? Mhm. Oh ja, können wir dann auch. Sag mal, habt ihr eigentlich schon mal so ein echtes Krokodil gesehen? Ja. Nein, ich nicht. Nee? Aber der Fabian? Ich war noch nie in Afrika. Nee? Ja, aber warst du schon mal im Zoo? Ja. Und was habt ihr denn da für Tiere gesehen? Ich war schon ganz oft. Ja? Mit meinem Papa. Und was guckst du dir da so an? Auch alle möglichen Tiere. Sucht sich jeder mal einen Pinsel raus? Ich würde einen ganz dicken nehmen. Vivien, mit dem kommst du nicht weit bei so einem großen Papier. Ich mal das Krokodil ab. Ich male meinen Papagei aus dem Kopf. Soll ich auch mal ein Krokodil ausmalen? Ja. Da dauert es nicht so lange. Ja. Ich male einen Baum und das ist der Stamm. Ich male jetzt den Hals. Nein. Und das? Also die Flossen alle. Muss man noch ein bisschen Wasser nehmen. So, das mache ich jetzt oben drauf. Das werden die Nadeln. Dass da ein bisschen über den Fisch drüber gehen, weil er ja im Wasser schwimmt. Nachschub? Jetzt mal ich das Wasser. So, jetzt. Kannst du mir mal das da hinten? Nee, das da. Das, die Wasser. Die? Nee, das. Die Palette. Ja, die Palette. So. Gib mir mal die dickste hier, das Ding. Die Farben. Ja. So. Oh, guck mal, das sieht schon toll aus. Mhm. Was ist denn das? Welch soll das werden? Ziegenbock von Elch. Also der hat ganz dickes Fell. So. Was machen wir denn, damit der Elch nicht wegläuft? Ein Zaun. Machen wir so ein Gehege drumherum? Ganz cool. So, was male ich jetzt noch? Ich male jetzt mal Löwen. Die Pfoten. Pfoten. Und noch. Oh, das wären viele bunte Blumen. Mann, da kommt der Elch und frisst die Blumen auf. Fertig! Das ist unser Zoo. Ich habe den Haifisch gemalt, das Krokodil und den Elch. Ich habe den Vogel gemalt, eine Sonne, viele bunte Blumen und den Baum. Und einen Regenbogen. Ein lustiges Bild.
eines Tages im Teletubbyland. Dipsy war auf einem Spaziergang, als etwas Ungewöhnliches passierte. Dipsy sah es sich an, aber so etwas hatte er noch nie zuvor gesehen. Was ist das? Es war ein Buch. Ein Buch? Und vorne auf dem Buch war ein Bild, da hatte Dipsy den Hut auf. Dipsy hat den Hut auf. Schlag das Buch auf, Dipsy. Auf der ersten Seite war ein großes Bild vom Teletubbyland. Teletubbyland! Dipsy blätterte um. Blätterte um, ja. Auf der nächsten Seite war ein Bild vom Teletubbyland mit einer großen Wolke. Dipsy blätterte um. Blätterte um. Auf der nächsten Seite war ein Bild von Tinky Winky. Tinky Winky. Uh-oh, Dipsy. Uh-oh, Tinky Winky. Dipsy blätterte um zur nächsten Seite des Zauberbuches. Auf dem nächsten Bild war zu sehen, wie aus einer Wolke Regen auf Tinky Winky fiel. Tinky Winky, Regenwolke! Was? Tinky Winky, Regenwolke! Tinky Winky, Regenwolke! Was ist? Oh nein! Oh oh! Dipsy schlug die nächste Seite auf. Nächste Seite? Auf dem nächsten Bild hielt Tinky Winky einen Regenschirm in der Hand. Tinky Winky Regenschirm! Juhu! Tinky Winky Regenschirm! Dipsy blätterte um zur nächsten Seite. Zur nächsten Seite! Auf der nächsten Seite schien ganz hell die Sonne. Die Sonne scheint hell. Ha
Oh, weg! Weg, 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 weg. Zeit für Tabby Winke Winke. Zeit für Tabby Winke Winke. Zeit für Tabby Winke Winke. Oh. Winke Winke, Tinky Winky. Winke, Winke. Winke Winke, Dipsy. Winke Winke. Winke Winke, Lala. Winke Winke. Winke Winke, Po. Nein. Nein. Winke, winke, Tinky, Winky. Winke, winke. Winke, winke, Dipsy. Winke, winke. Winke, winke, Lala. Winke, winke. Winke, winke, Po. Winke, winke. Die Sonne wird gleich untergehen. Die Teletubbies sagen auf Wiedersehen. Winke, winke.